Hermann Schmittendorf. Herzlich willkommen in unserem Eisenbahnmagazin Kollivisia. Diesmal sind wir wieder zu Besuch im Briezer Garten in Berlin. Es ist März 2015 und das 30. Jahr des Bestehens dieses Briezer Gartens und der Briezer Parkbahn. Bei der Parkbahn laufen auf Hochtouren die Vorbereitungen für die neue Fahrsaison. Und auch die hinter mir zu sehende Lokomotivhalle wurde inzwischen durch den neuen Betreiber der Bahn von seinem Vorgänger übernommen. Einige Wochen vor Beginn der Fahrsaison 2015 tauchte auf der Parkbahn im Berliner Briezer Garten ein nicht alltäglicher Zug auf. Er bestand aus einem Plattformwagen mit Stromaggregat und stählernen Gleisschwellen, einem Arbeitswagen, der Lokomotive und Kipploren. Auf der Bahn waren Gleisarbeiten in vollem Gange. Wir sind hier gerade dabei, machen die restlichen Arbeiten, weil wir wollen den Saisonbetrieb pünktlich zu Ostern starten und haben noch zwei größere Baustellen gehabt auf der Strecke, die wir jetzt die Woche abschließen können. Der erste Bauplatz stand in Zusammenhang mit einem Projekt der Parkverwaltung. In der Nähe des Bahnhofs Festplatz entstand ein 3 Meter tiefes Rückhaltebecken für Regenwasser. Aufgetragene spezielle Mineralien und zweckdienliche Bepflanzung filtern das Wasser, das danach über den nahegelegenen See in den Wasserkreislauf des Parks zurückgeführt wird. Dadurch kann auf Zuführung frischen Leitungswassers verzichtet werden, was Öko- und Finanzbilanz verbessert. Das Becken entstand direkt im Bereich der Bahnstrecke. Daher musste ein neuer Streckenverlauf festgelegt werden, der einen größeren Bogen als davor beschreibt. Die Gleisbauarbeiten führte Peter Erck komplett mit eigenem Gerät und Personal durch. Nach Festlegung des Streckenverlaufs wurde das Planum verfestigt. Für die Arbeiten konstruierte und baute Peter Erck einen Spezialwagen, einen Plattformtransporter für Baumaterialien und ein Dieselaggregat. Zunächst war dieses in dem mitgeführten geschlossenen Wagen gewesen, aber dort erhitzte sich der Stromgenerator im Betrieb zu sehr. Deshalb wurde beschlossen, ihn auf dem offenen Wagen zu platzieren. Der neue Streckenabschnitt wurde komplett auf Stahlschwellen montiert. Die Schienen werden an den Schwellen festgeschweißt. Dabei sorgt dieser Druckbügel dafür, dass der Abstand zwischen den Schienen immer korrekt ist. Zur Stabilisierung des Gleisbaus unter den Schienen und im Zwischengleisbereich musste Erde aufgeschüttet werden, welche Peter Erck ebenfalls mitbrachte. Die einzelnen Schienen sind untereinander durch Laschen und Schrauben miteinander verbunden. Schließlich musste das Gelände um den Bauplatz mit der aufgehäuften Erde ausgeglichen werden. Das wichtigste Ziel des Bahnbetreibers? Ja, dass wir wieder zu Ostern rechtzeitig in die Saison starten können. Es wird, ich muss sagen, Abkar-Freitag wird schon gefahren. Im Frühjahr hat ein Besuch des Briezer Gartens seinen besonderen Reiz. Die Vegetation erwacht nach dem Winter zu neuem Leben. An den Seen herrscht ein leichter Windhauch. Die Sonne brennt noch nicht so stark wie im Sommer. Die Blumen erfreuen wieder mit saftigen Farbtönen.
Glück hat, kann sogar einen Fuchs beobachten, der seelenruhig über den Rasen spaziert und unermüdlich sein Territorium markiert. Die Freiluftbühne und das in der Nähe befindliche Café am See bereiten sich auf die neue Saison vor. Im Café dauern Umbauarbeiten an. Im 30. Jahr des Bestehens dieses Parks soll alles vorbereitet sein zum Empfang einer noch größeren Anzahl von Gästen als in normalen Jahren. Diesen Schwan kümmert das alles nicht. Majestätisch zieht er auf dem See seine Kreise, wie immer. Einige Tage später waren die Gleisarbeiten am Retentionsbecken abgeschlossen. Die neu verlegten Gleise liegen ideal gerade und im Bogen gleichmäßig. Gleisunterbau und Zwischengleisbereich sind befestigt. Nach einigen weiteren Tagen ist die Erde aufgetragen und Rasen gesät. Im ersten Jahr seiner Tätigkeit befuhr Peter Erck den Park bei hohem Besucherandrang mit 2 Zügen gleichzeitig. Wie wird das in der neuen Saison sein? Wir können also jetzt mit ca. 3 Zügen starten, wie gesagt, eventuell auch mit dem 4. Zug, aber da müssen wir sehen, wie der Besucherverkehr ist oder der Besucherstrom ist. Also sollen, wie gesagt, in dieser Saison, wie gesagt, bis zu 4 Züge verkehren. Das sind jetzt ungefähr so 12 Wagen hier im Park, also die nur zur reinen Personenbeförderung dienen. Das sind im Moment an die 8 Lokomotiven schon hier. Parkgäste posierten für Fotos und die Gleisarbeiten rückten zum Bahnhof Festplatz vor. Dort dauert der Wechsel der Holzschwellen gegen Stahlschwellen an. Vor 30 Jahren, als die Gleise verlegt wurden, war ein Befahren nur für einen Zeitraum von 2 Jahren vorgesehen. Entsprechend schwacher Qualität waren die eingebauten Schwellen, aus Weichholz statt aus Harzholz und ohne Imprägnierung. Daher sind inzwischen die Schwellen an mehreren Stellen brüchig und verrottet. Sie halten die Schrauben der Schienenbefestigung nicht mehr. Da ist es schon gut, dass sie so lange durchhielten. Nach dem Auswechseln der Schwellen wird das Zwischengleis stabilisiert durch Aufschütten eines speziellen Steingranulats unterschiedlicher Gradierung. In einigen weiteren Tagen war die Baustelle noch weiter vorgerückt. Aus dem flachen Gelände kommend wurde zur Brücke beim Café am See eine lange Rampe mit moderater Steigung aufgeschüttet. Bisher mussten die Züge an dieser Stelle einen plötzlich auftauchenden, bedeutenden Höhenunterschied meistern. Im Herbst verursachte das häufiger Probleme. Auf den feuchten Gleisen geriet die Lokomotive ins Schlingern. Dann musste Sand auf die Gleise geschüttet werden. Jetzt wird es hier solche Erschwernisse nicht mehr geben. Aber das ist nicht alles. Auf der Brücke bedürfen die Gleise ebenfalls der Erneuerung. Jetzt werden neue Schienen mit stärkerem Profil als zuvor montiert. Zusätzliche Stabilisierung gibt die Befestigung der Schienen auf besonderen stählernen Flachplatten. Hier ist noch die Lascherei, da noch nicht. Fachliche Beratung Peter Erks mit einem Kollegen.
Bei den Arbeiten helfen befreundete Enthusiasten der schmalen Spur aus verschiedenen Regionen Deutschlands. In den letzten Jahren hatten sie bei der Revitalisierung der Schmalspurbahn im polnischen Białoszliwie Weißenhöhen geholfen. Dieses Mal nahmen sie Urlaub, um Peter auf seiner eigenen Bahn zu helfen. Dieses Spezialwerkzeug spielt eine wichtige Rolle. Es dient als Urmaß für den korrekten Abstand zwischen den Schienen, genau 600 mm. Die Schienenstöße sind miteinander durch Laschen verbunden. Das erweiterte Angebot des Betreibers erfordert die dauerhafte Anstellung mehrerer zusätzlicher Mitarbeiter. Wir haben jetzt, wie gesagt, hier ziemlich aufgestockt personalmäßig, auch weil wir ja noch einen Teil von der Imbissstrecke übernommen haben und sind jetzt eigentlich ziemlich gut hier im Park personell vertreten. Wir haben die Gastronomie genau auch zum Saisonbetrieb. Ostern wird das erste Mal zwei Imbisse von uns eröffnet. Ein dritter Imbiss soll nach in späterer Zukunft noch dazukommen. Es handelt sich hierbei um die Kastanie und den Modellboothafen. Wie gesagt, auch dieses Jahr unter der Regie mit von meiner Firma laufen. Das Sortiment oder die Produkte haben sich dort ein bisschen geändert. Wie gesagt, am besten vorbeigehen, selber gucken. Die Schienen auf der Brücke sind vormontiert. Jetzt werden sie zusätzlich durch Schweißen gesichert. Auf der Brücke fährt der Arbeitszug vor. Das Aggregat generiert den hierfür notwendigen Strom. Ende 2014 hatte eine Versteigerung stattgefunden, bei welcher der Bahnbetreiber Peter Erck einige Fahrzeuge seines Vorgängers gekauft hatte. Wie ging es dann weiter? Die Fahrzeuge, die wir da letztens bei der Versteigerung übernommen haben, wie gesagt, sind größtenteils abtransportiert worden und sind zwischenzeitlich etliche Fahrzeuge von Ilmenau dazugekommen, wo auch nächstes Mal wieder Fahrzeuge eintreffen werden. Ja, wir haben das alles gütlich einigen können, die Halle konnte übernommen werden. Die Halle war für uns immer die Voraussetzung, um dieses Jahr die Saison zu starten. Und es ist eigentlich so, bis jetzt ist alles in Erfüllung gegangen, was wir uns gewünscht haben. Die Halle soll, wie gesagt, grundlegend saniert werden, der Außenanstrich soll neu erfolgen, es kommen neue Tore, die Fußböden werden neu, auch die ganze Innenverkleidung soll auch gleichzeitig ein bisschen als Altstellungsraum genutzt werden. Also es ist dort, wie gesagt, in diesem Jahr und nächsten Jahr noch genug Arbeit vorhanden. Der Arbeitszug kehrt zum Lokschuppen zurück. In der Tat, nach 30 Jahren treuen Dienstes der alten Tore dürften jetzt doch einmal neue kommen. Erst stellt die Lokomotive in der Halle den Plattformwagen und den gedeckten Wagen ab. Dann setzt sie zurück nach draußen und nimmt zusammen mit den Kipploren ihren Platz auf dem Nachbargleis ein. Heute haben die Parkeisenbahner Feierabend. Am nächsten Tag werden die Gleisarbeiten weitergehen bis zur Eröffnung der Saison. In 2014 konnte der neue Betreiber der Briezer Parkbahn nicht sofort diese Lokhalle mit übernehmen, denn in ihr standen noch die Fahrzeuge des Vorgängers. Dieser wollte sie wohl verkaufen, aber die Verkaufsverhandlungen mit Interessierten verzögerten sich. Deswegen fand Ende 2014 ein teilweiser Verkauf der Fahrzeuge durch eine Versteigerung statt.
Feldbahnen. Unter diesem Schild stationierte in dieser Halle der in der Mitte stehende bärtige Klaus Gerenert sein Eisenbahnmaterial. 37 Jahre lang war er der Betreiber der Parkeisenbahn im Berliner Briezer Garten. 2013 schrieb die Parkverwaltung den Bahnbetrieb neu aus. Den Zuschlag bekam Peter Erck aus Ilmenau. Seit April 2014 fährt Erck auf den Parkbahngleisen mit eigenen Zügen. Der damals 79-jährige Grenert hingegen beließ seine Loks und Wagen in der an die Bahn angeschlossenen Halle. Dann näherte sich der Winter. Peter Erck musste seine Wagen weiter unter freiem Himmel abstellen, denn die Halle war besetzt. Der vom Vorbetreiber vorgesehene Verkauf seines in der Halle stehenden Rollmaterials verzögerte sich. So fand im November 2014 der Verkauf eines Teils der Fahrzeuge durch öffentliche Versteigerung statt. Der Vertreter des Auktionshauses hielt in der Hand die Inventarliste der Halle. Diese Liste war auch im Internet veröffentlicht worden. Jetzt wurden die einzelnen Objekte mit Nummern versehen, damit Kaufinteressierte wussten, welches Fahrzeug sich hinter dem im Katalog beschriebenen Positionen verbirgt. In der letzten Zeit seiner Tätigkeit auf der Bahn hatte der Vorbetreiber keinen besonderen Wert auf Ordnung in der Halle gelegt. So war eine genaue Besichtigung der Objekte nicht einfach. Bei dieser Lokomotive war zum Beispiel die Herstellerplakette am zugänglichsten. Als wichtigste Traktionsfahrzeuge dienten in den letzten Jahren auf der Parkeisenbahn Diesellokomotiven der Firma Schömer. Die Reparatur der blau lackierten Diesellok war nicht einfach. Die ist von 61 und aus Nordamerika habe ich Teile geholt. Hat den Residenten mehr gekostet als die Versteigerung hier bringt. Den Wandler, ein Wandlergetriebe, 2012 habe ich das eingebaut noch. Damit die den großen Superzug ziehen sollte mit drei großen Wagen. Zur Bildung dieses Superzugs kam es nicht mehr. Teil des Zuges hatte dieser im Eigenbau entstandene Wagen werden sollen. Doch die Vollendung des Baus fand nicht mehr statt. Dieser Wagen ist dagegen von historischem Wert, unterstreicht Herr Grenert. Er wurde 1930 in einer Fabrik mit der Abkürzung OKAK erbaut. Eisenbahnfreunde wissen, es handelt sich um die berühmte Berliner Firma Orenstein und Koppel, Arthur Koppel. Eine Millionärin, die wohnte dann in der Kanalstraße hier in Neukölln. Und da war auch ihr Haus. Und sie hat auch eine Wohnung auf Wanders gehabt. Und die hat dann gesagt, dass da ein Wagen wäre. Und da war dieser große Wagen hinter Brennholz. Natürlich sah das nicht so gut aus. Wir haben ja restauriert, dann aufwendig. Ne? Und der ist gekommen in den letzten Tagen von 1945 im Krieg, wurde der von Ostpreußen nach Berlin gebracht. Weil der Mann von ihr auch ein Eisenbahnfan war. Der hat nicht nur die Eisenbahn gebaut als Beruf, er war ein Fan. Die Bekanntschaft mit der Witwe des Eisenbahnkonstrukteurs half Herrn Grenert, seine eigene Bahnpassion zu entfalten. Und die Frau hat mir dann damals erlaubt, mit meinen Sachen, ich hatte schon mehrere Lokomotiven und so, und Gleise, die dort zu lagern für 0 Euro, bei 0 Mark. Weil sie sagte, man muss durch, mein Mann war auch Eisenbahnfan, der war in der Zwischenzeit gestorben. Und da hat sie mir erlaubt, dort auf einem Grundstück in der Kanalstraße, das war ein Industriegrundstück, mit Haus zwar, mit Wohnhaus, da durfte ich dann sein, weil ich ein Eisenbahnfan bin. Und von der habe ich den Wagen besorgt und wir haben ihn dann aufwendig restauriert. Das Holz war angegriffen. Ne? Auf der Parkbahn war dieser Wagen mit einer besonderen Aktion verbunden. Auf dem Wagen haben wir übrigens immer, wir waren zur großen Freude der Behinderten, muss ich auch mal sagen, für die, was ich getan habe. Wir haben die extra umgesetzt, immer 30 Leute vom Rollstuhl auf diesen Wagen. Ja, und das war für die Leute was ganz Besonderes, das haben wir uns gesagt. Und warum, was denn? Im Rollstuhl sitze ich so tief, schnippt, da sehe ich nicht. Und die Leute hatten das, wie jeder Gesunde das Recht hatte, da oben zu sitzen mit einer guten Aussicht und haben die Hände mir geschüttelt mit Tränen in den Augen, dass ich das mache, dass ich ihnen das den Park schön präsentiere und das war für ein unglaubliches Erlebnis, an dem sie noch wochenlang dann gezehrt haben.
Im Herstellerkatalog wurden Wagen dieses Typs unter der Position 830 angeboten. Briezer Museumsbahn, unter diesem Namen firmierte Herr Grenert seine Bahn. Nicht jedes Fahrzeug hatte musealen Charakter, doch oft waren sie mit der Eisenbahngeschichte verbunden. Dieser Wagen zum Beispiel ist eine Kopie des ersten elektrischen Straßenbahnwaggons der Welt von 1881. Die Replik entstand anlässlich des 750-jährigen Jubiläums der Stadtgründung Berlins. Ursprünglich hatte der Wagen die Spurweite 1000 mm. Für den Betrieb im Briezer Garten wurde er für die 600 mm Spur umgebaut. Anders als das Original besitzt die Kopie keinen Motor. Aus diesem Grund wurde der Wagen im Fahrbetrieb mit einer Akkulokomotive gekoppelt. Die Akkulok ist von 1956 hier, aus einem Top-Zustand. Wir haben die von der Schweiz abgeholt, für teures Geld natürlich. Und das Witzige war, der Laster, der mit der Lok ankam, von der Schweiz, der war da pünktlich auf eine Stunde zu früh da. Und der Kran, der hier in Berlin bestellt war, der nur in Berlin ist, der die abladen sollte, der kam eine Stunde zu spät. Prima. Das ist ein richtiges Schweizer Uhrwerk. Bei der Prüfung, der hat immer gesagt, bei der Überprüfung, die war auch TÜV abgenommen, ist immer noch, die ist für die Ewigkeit gebaut, sagt er. Wiederholt sich immer wieder. Ist ja Wahnsinn, für die Ewigkeit gebaut. Sie können den Hammer auf die Scheinwerfer hauen und die gehen nicht kaputt, weil sie gepanzert sind. Absolut nicht museal ist diese Pseudodampflok. Statt eines Dampfkessels besitzt die Lok einen Dieselmotor. Sie stammt von 1975. Die Meinungen von Bahnfreunden sind geteilt. Die einen halten die umgebaute Schömer-Lok für die schlechte Parodie einer Lokomotive. Andere freuen sich, weil sie doch so hübsch aussieht. Die weiteren Objekte sind unterschiedlichster Art. Es gibt Personenwagen und Kipploren, Drehgestelle, einen Plattformwagen mit Kranaufsatz, Radsätze, Holzbretter, einen Container, eine Säge, ein Akku-Ladegerät. Im Gespräch mit dem langjährigen Pächter dieser Bahn ist zu spüren, dass er den Zugbetrieb mit Herz und Leidenschaft betrieb. Selbst mit 80 Jahren würde er am liebsten weiter Tag für Tag als Lokführer arbeiten. Doch so ist es im Leben, alles hat einmal ein Ende, so bleiben für immer die schönen Erinnerungen. Und ich habe noch was anderes gemacht. Ich habe in den Zügen, die ich hatte, insgesamt in den 25 Jahren 250.000 Kinder umsonst befördert, auf meine Kosten. Am Folgetag fand die Versteigerung im Auktionshaus statt. Durch das Fenster beobachteten die Teilnehmer schweres Gerät, das auf dem benachbarten Schrottplatz seinem traurigen Handwerk nachging. In diesem Saal hingegen setzte so mancher der Anwesenden auf ein Schnäppchen. Die Versteigerung des Bahnmaterials fand im Rahmen einer sogenannten Sammelauktion statt, zusammen zum Beispiel mit Straßenfahrzeugen, welche durch die Polizei zum Verkauf übergeben wurden. Zu Beginn erläuterte der Auktionator die Spielregeln. Die Gebühr für das Auktionshaus beträgt 15%, bei für die Polizei verkauften Fahrzeugen 10%. Zur so erhaltenen Summe kommt noch die Mehrwertsteuer. Schnell füllte sich der Saal mit ernsthaften Teilnehmern und neugierigen Zaungästen. Die Versteigerung der Bahnobjekte ging schnell vonstatten. Der Teilnehmer mit der Nummer 365 gab ein schriftliches Angebot für die Gesamtheit der angebotenen Fahrzeuge ab, welches niemand überbot. Gewinner der Auktion war der aktuelle Bahnbetreiber Peter Erck. Warum nahm er an der Versteigerung teil? Mir geht es in erster Linie, dass die Halle geräumt wird und selber für die Fahrzeuge, würde ich mal sagen, wird bis auf zwei Fahrzeuge, würde ich mal sagen, nichts im Britz mehr bleiben. Der Rest, wie gesagt, wird auch von mir weiter veräußert, um, wie ich mal sagen, Platz zu schaffen, dass meine Fahrzeuge noch in der Halle endlich, wie ich mal sagen, untergestellt werden können und dort auch eine ordentliche Wartung und, wie ich mal sagen, eine ordentliche Pflege durchgeführt werden kann. Das ist alles für heute. Auf Wiedersehen bei der Briezer Parkbahn oder in unserem Magazin.